Der Flughafen Graz hat verstärkte Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, denn hier wird Russlands Präsident Wladimir Putin am Samstagvormittag landen, um dann an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneißl teilzunehmen. Auch im Lokal, das die Feierlichkeiten ausrichtet, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Eine Riesenehre für mich, gell. Bin da, sage ich mal, sehr aufgeregt, gell, dass das alles passt. Gell. Der Sicherheitsandrang ist natürlich sehr hoch, Sicherheitsstufe Nummer 1. Die letzten 5 Wochen schon nur mit Polizei und Cobra und alles Einsatzkräfte zu tun. Und ja, wir freuen uns, ja, sehr. Es handele sich bei Putins Teilnahme an Kneißls Hochzeit um einen privaten Besuch, wurde ein Sprecher des Außenministeriums von der Austria Presseagentur zitiert. Offiziell gilt die Stippvisite des russischen Präsidenten aber als Arbeitsbesuch mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Kneißl heiratet den Unternehmer Wolfgang Meilinger. Agenturmeldungen zufolge, die sich auf diplomatische Kreise berufen, soll Putin von einer 10-köpfigen Kosaken-Musikgruppe begleitet werden, die dem Hochzeitspaar ein Ständchen bringen wird.